Nein, Aufnahme läuft. Angeschaut hab. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Hallo Aufnahme. Hallo Aufnahme. Hallo an alle da draußen. Nämlich herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und einer weiteren Runde Supreme Commander Forged Alliance. Und wir warten mal wieder auf die anderen Spieler. Du musst nicht so ins Mikrofon schreien. Doch, muss ich. Nein, ich muss da voll laut reinbrüllen. And don't forget to subscribe. Ja, yeah, don't forget to subscribe. Wir wollen jetzt kein Plagiat anfangen. Oh, das leckt, oder? Ja, mal schauen. Erstmal herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Dieter Wern, der Little Meyer, The Loser, The Maris und ganz speziell den Herr Morlin Sudel. Nein, ich bin nicht da. Okay, er ist nicht da. So ein Scheiß. Ja, sag doch mal hallo, Jungs. Hallo, hallo. Hallo Jungs! Hola, Kita, buenos dias! Buenos dias! Boa noche! Gut bayerisch, servus! Ja, grüezi wohl! So, warum Morlin Sudel hier Special Guest? Ganz einfach, weil, wie ihr schon seht, ist die Aufstellung hier etwas komisch bei uns. Was schlichtweg daran liegt, dass der Morlin, ja, also wir vier gegen ihn, seine Abschlussprüfung bestanden hat. Herzlichen Glückwunsch, Morlin! Willkommen im scheiß fucking Realleben, wo man selber arbeiten muss für sein Geld. Wer hat sich den Scheiß eigentlich ausgedacht? Keine Ahnung, es war irgend so ein Idiot. Arbeiten, ey. Pff. Das war jetzt meine Ausbildung, aber wer sagt, dass ich arbeiten gehe? Du nennst deine Abonnenten Idiot. Ja, die meisten davon sind wahrscheinlich nur Schüler. Wobei, das stimmt gar nicht. Da müsste ich mal nochmal genau analysieren, ob das wirklich so ist. Außerdem haben die das bestimmt nicht erfunden. Oder ist einer von euch da draußen derjenige, der das erfunden hat? Ne? Sagt's mir. Verstanden. Ich habe gedacht, wer das Setting erfunden hat. Nein. Das Setting. Sehr gutes Stichwort. Das Setting hat erfunden. Unser ehrenwerter, die ganze Zeit schreibender hier Batuhan S. Herzlichen Dank. Ich hätte denken können. Natürlich, ja, sonst schreibt ja keiner was. Momentan. Ja, es gab schon früher auch andere. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Ganz einfaches Setting. Wir spielen alle als Seraphim. Passt auch super hier rein. Alle gegen Morlin, alle Seraphim. Ich denke, so macht es das Match ziemlich ausgeglichen, fair, keine Ahnung was. Sofern man halt mit Morlin spielen kann, weiß ich auch nicht. Ich kann auch nicht mal die Gebäude auseinander. Jetzt hat Vorsicht schon wieder so viel geredet, dass er seine Ökonomie wieder verkackt hat. Stimmt's? Nee, läuft gut. Man mag's kaum glauben, aber Und was ist das hier für ein verfickter, fetter Stein, Alter? Du kannst ja unendlich viel Masse bekleben bei dem Teil. Nee, hoffentlich nicht. Doch, da ist so ein richtig fetter Stein. Weil wenn du unendlich Masse hättest, wäre das für uns sauschlecht. Oh ja, ich sehe den Stein auch. Ja, das ist so ein riesiger Stein, der gibt ja unendlich viel Masse gefühlt. Gefühlt. Wo kann man denn pingen? Da hinten. Super, pingen ist... Ja, da hinten bringt der Ping mir aber nichts. Was soll der mir sagen? Du bist scheiße. Ja, das glaube ich auch. Ah, das ist gut, dass du es an alle schreibst. Ah, der... jetzt sehe ich den Felsen auf Doom. The Big Felsen of Doom. Willst du von der... Nein, das mache ich jetzt nicht. I think I know what you want to say to me. Ja, aber ich kann das nicht einfach im Stream sagen. Das geht nicht. Warum nicht? Ich bin ja ein anständiger Spieler und wir wollen hier kinderfreundliches Fernsehen machen, ja? Wollen wir das? Keine Ahnung. Wenn wir machen, wo ist denn dann nicht? Also ich habe den Anspruch nicht, wenn es darum geht. Na, Vorsicht, Commander, also an die Front, habe ich gehört. Hast du Weck gehört oder hast du es gesehen? So beides. Ich hab nichts gesagt. Und ganz viele Techniker. Ja, und der Morlin scoutet. So wie ich Morlin kenne, ist er bestimmt jetzt schon im Besitz der Mitte. Ja, so ähnlich. Was, der hat schon einen Bomber, der Arsch? Dem hackst du. Auch schon gemerkt.
Und schon gemerkt, wo ist denn deine Luft? Ha? Wenn du schon gewusst hast, dass der einen Turm war, hat. Was hast du gegen gemacht? Nix? Bin am Aufbau. Der Felsen auf Doom ist weg. So, hat irgendjemand von euch Abfangjäger? Hat jeder an Luftabwehr gedacht in dem Fall? Habt ihr gut gemacht? Habt ihr genauso gut gemacht wie ich? Nämlich gar nicht. Habt ihr auch gedacht, genug Energie zu bauen? Weil ich habe das Gefühl, Vorsicht hat nicht genug Energie. Doch, doch. Läuft. Doch, doch. Oh, das noch. Ach, ja, ja, warte, nehme ich da auch gleich nochmal weg. Hat jemand Masse für mich? Ja, was kommst du auf Masse? Halt? Masse ist was für Weicheier. Masse ist Luxusgut. Das ist was für Weicheier. Oh. Maris, Luftabwehr, wie sieht's aus bei dir? Very interesting strategy. Leckt es bei euch auch so? Ja, ein bisschen schon so. Ach, da fehlt wieder was. Toll. Super Ding hier. Ey! Ey! Hey, was? Er bombt auf meinen Commander. Dann schießen halt weg. Was, Vogel? Ja, gell, das kann ich. Lustig sein, hallo, trollolol. Trilla Trollolol, gell? Welche Scheißen hier was? Wie so über mir? Gute Frage. How about now? No? Ja, Morlin, das war's denn wohl jetzt mit deiner hier Bomberei. Ach, so scheiße, ist mir scheißegal. Ist mir so. Ich mir wurscht. Das ist mir okay. Hab die Masse sinnvoll genutzt. Sinnvoll. Definition von sinnvoll. Ich habe die Masse verschwendet. Nö, also glaub mir, das hat mehr gebracht als Masse verschwendet. Geht mal sofort Tick 2, ihr kennt ja Morgi. Er ist bestimmt schon Tick 4 mit den 4 Masse Extraktorbasen. Die ganze T1-Zentiger sind tot. Das ist natürlich schlecht, gell? So,
So, ich sehe schön. Ich sehe, da oben ist auch ein bisschen Attack von uns zu sehen. Ja, der gehört dir, oder? Habe ich extra für dich freigelassen. I love you, no homo. Too late. Okay, Marlin ist Tag 2. Welch eine Überraschung. Ey, ich hab 4 Massextrakturen, ja? 4, genau. 4 auf Tag 2. 4 auf Tag 3. Nee, 4 auf Tag 3 mittlerweile, deswegen. Versprochen, sorry. Was denn sagen? Kein Problem. Was macht dein Techniker eigentlich dort, bitte, Meier? Spielt ihr schon? Och, nee. Ja, wir spielen schon. Ach so. Aber schön, dass du da bist, Alex. Herzlich willkommen. Hi. Er war Alex nochmal. Alex war Alex. Genau. Hier kommt Alex. Ja, das war noch Zeiten. Hier kam. Und wie läuft das Spiel? Bis jetzt noch gut, aber es könnte sich ziemlich schnell ändern. Das Blatt wendet sich sehr schnell. Ja, so weißt du ja. Marlin halt. Marlina. Commander wird angegriffen. Hat er Vorsicht einen Ventilator an? Nein. Du hättest dein Upgrade-Ding das Gun-Upgrade austauschen sollen. Bla bla bla, laber laber laber, alles weiß er besser und was leistet er? Nix. Richtig, ich bin genau. Gleich Tech 3. Und du? Bin schon T3. Wir sind so dumm. Du bist T3. Naja. Nein, ich rede vom Loser. Jungs, Unterstützung bitte. Dafür gleich nicht, ich bin. Das ist gut, dass wir das eine Headlimit hochgepusht haben, sonst wäre ich jetzt schon am Arsch. Das ist sowieso anmengend. Deswegen, aber trotzdem. Also wenn das ein Let's Play ist, ne, dann ist es hier ziemlich ruhig. Wir sind konzentriert. Ach so. Konzentriert. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass er uns so schnell wegmacht, aber ich sehe aus dem Norden auch nicht viel kommen. Seid mal aggressiv, ihr habt nicht mal alle Punkte eingenommen und so. Konzentriert und zu sterben, du hast es erfasst. Piu, piu. Wer ist denn blau? Der hat da oben eine halbe Armee rumstehen. Ja, macht nichts, das ist normal bei dem. Aber hat große Fresse. So, dein Army, fertig. Weiß, du hast da oben eine ganze Armee. Und da kommt die Air. Wo ist eure Air, Leute? Ja, vorne ist mal wieder Air. Ja, Vorsicht, keiner macht Air. Ich bin der Einzige, der überhaupt Luft hat, Leute. Danke. Thank you.
Im Norden kommt was. Ich habe Angst, was Marlin jetzt macht. Bestimmt ein Abraser bauen. Ja, dann greif ihn doch mal an, dass er nicht die Gegend ankommt oder nicht so weit kommt. Du bist ja schon Tech 3, von dem her ist es ja kein Problem für dich, ihn wegzumachen. Ich hab nicht die Ressourcen. Ah, okay, aber Tech 3 bist, oder? Ich finde das immer so geil bei dir. Was machst du eigentlich? Meistens nichts so Sinnvolles. Ihr seid auch der alle Tech 3. Was macht ihr jetzt für eine Scheiße? Wo ist Vorsicht Tech 3? Wo bin ich Tech 3 verdammt? Wir haben alle um einen Techniker gebettelt. Ich, wer keinen Schwanz hat um Techniker. Ja, egal, vergiss es. Ey, cool, ich hab einen Techniker. Ach nee. Junge, echt. Scheiße. Ja, nee, ihr verteidigt euch ja nur, ist ja langweilig. Aha, tolle zweite. Mal sehen, was Vorsicht so mit seinen T2-Einheiten gerade macht. Also geht Suizid. Ah, okay, gut zu wissen. Voll, dass du mit all deinen Einheiten Suizid gehst, hätte ich mit dir nicht gedacht. Alle seine Einheiten begehen Suizid? Ja, die. Guck mal, gleich kommt ein T3-Swirm und der hat doch nicht mal ansatzweise reichen. Ein T3-Bomber? Ja, ich krieg ja auch so viel Unterstützung aus dem Norden, deswegen. Ey, ich tu, was ich kann. Ja, ich merk's, du bist wenigstens hier, unterstützt mich. System aktiv. Von den anderen sehe ich irgendwie nicht so viel. How about now? Leute, hier. Ja. Und? Was dagegen unternehmen? Zum Beispiel mit der Tech 3 Fabrik Einheiten bauen, die kämpfen können und nicht nur Techniker. Der hat doch sowieso schon Vasa, wie ich den kenne. Manchmal gehst du mir echt tierisch auf den Sack. Nur so ganz dezent gesagt. Aber nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Manchmal, aber immer öfters. Ich immer, aber immer öfters, wa? Oh nein, er fährt mit T3 Siege-Tanks an. Ja, klar. Gegen die kann ich nichts tun, verdammt! Viel Glück noch! Junge, halt die Fresse, wenn du nichts machst! Ich meinte Meeres. Was er da baut. Der baut wenigstens was. Ja, guck doch mal dort oben hin. Ja, aber er baut wenigstens was. Ich sag nicht, ich bin gleich weg. Er ist bestimmt schon im minus 300er Bereich. Der ist fast fertig schon. So viel zu fertig.
Ach, jetzt hau ab, du. Du Homo auf zwei Beinen. Ich? System aktiv. Ich werde hier gerade extrem gestresst. Von einem Tank, verdammt. Hast du keinen Overcharge? Von einem einzigen. Ja, und der eine einzige Tank, der zerstört mir gerade meinen scheiß Commander. Hast du echt keinen Overcharge? Joa. Was soll man da sagen? Wie wär's mit Overcharge? Overcharge? Was willst du jetzt mit Overcharge? Den Tank was zerstören? Der ist denn weg? Ja, mach den halt auch weg. Wo bin ich hier, Overcharge? Was, ob du das willst? Nein, wo ich das finde. Nimm dein Commander ins Visier und drück O und dann kannst du auf den Dinger draufklicken. Ja, das ist doch gleich. Hat mir jemand von euch Energie, bitte? Ja, warte. Ja, warte. Ups, sorry. Ja, das war der falsche Knopf. Nein. Ein bisschen daneben, ne? Jetzt hat er keinen Overcharge mehr. Frag mich hier gerade im. Oh, da war kurzzeitig ein Omni online, so wie es aussieht. Ein Siege Tank so alles bringt. Ein einziger? Ja, ein einziger. Und du hast bestimmt noch 20 in deiner Basis, wa? Ah, ein bisschen mehr. Ich bin nur am überlegen, ob ich mit denen jetzt reingehe oder ob ich mit denen noch ein bisschen warte, ein bisschen nett bin. Macht was, wie soll man so gegen Morlin gewinnen? Sagt's mir, ja? Gegen Little Meyer ist ja alles kein Thema. Der ist ja erst frisch dabei im Online-PvP-Gedöns. Der Loser, der zeigt also mal wieder. Der Loser, wenn du jetzt nicht gleich was brauchst, genau. Dann war's das. Richtig, ich bin nämlich gerade hier nicht zu hören für die anderen. Nichts tut der, nichts. Und der Maris hier, ja? Ganz effektiv baut hier oben eine Awasa. Ne, stimmt gar nicht. Doch, Awasa heißt Itota, sorry. So, generell kein Problem, jeder spielt so gut wie er kann. Ja, Maris hat auch keine große Fresse. Aber hier der Loser immer mit seiner großen Fresse und dann aber nichts zustande bringen, das finde ich immer ein bisschen blöd. Okay, ich baue mich hier gerade auch in die Scheiße rein. Das ist ja eine andere Sache. Aber naja, jeder macht halt das, was er am besten kann, ne, Leute? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, Leute, läuft richtig gut hier, was? Ihr wolltet das 4 gegen 1, ihr seid selber schuld. Ich hab gesagt, ich kann noch ein paar Leute brauchen, aber nein, ihr wolltet ja nicht. Nö, nö, das passt schon, alles gut. Marlin, du machst alles ganz genau richtig. What the fuck? Mr. Meyer? Mr. Meyer, ja, was ist? Ich hab nichts mehr, ich bin hinüber. Ja, was soll ich jetzt mit dem Scheiß Loser anfangen? Jetzt keine Verteidigung mehr hat. Hey, Jungs, was soll jetzt der kacken? Leute, ich will ja nichts sagen, aber. Ich hab keine Energie mehr, ich hab noch plus 20 Energie. Ja, aber weil ich jetzt alles managen kann, oder was?
Leute, ich will nichts sagen, aber 5 hier Siege Bots, also Take 4 Siege Bots, also Asyl Bots, Jona, nee, Jutrosa stehen ja schon im Mordins Basistunnel. Aber dein einziger Mirus nichts ausrichten können. Massevorteil. Hier sind 4 Leute, wir haben eigentlich die gleiche Masse. Ja, aber wenn ungefähr die meisten Leute von den 4 quasi nichts machen, dann hat einer halt, der was tut, mehr. Bullshit ist on, also hast du jetzt halt immer so. Commander wird angegriffen. And there goes the next one. Witzig. Einsame Spitze. Ich weiß schon, T2 PDs sind schon nicht schlecht, aber gegen T3 Panzer können sie einen Scheiß ausrichten. Wie der Kerl halt einfach überhaupt nichts hat. Super. Einwandfrei. Marlin hat mal wieder alles exakt richtig gemacht. Ihr seht's ja. Ja, der hat nichts. Er baut einfach nur. Und was er gemacht hat, er hat angegriffen. Wir haben nicht angegriffen. Und deswegen haben wir nichts erreicht. Ich habe angegriffen mit allen Ressourcen. Und dann habe ich dich verteidigt mit allen Ressourcen. Und dann kam mit 3 T3er. Ja, ja, nein, das da sage ich auch gar nichts. Du hast so, glaube ich, ziemlich das Beste von deinem Potenzial rausgeschöpft. Ja. Wir haben mal diese T3-Tanks das Genick gebrochen. Das wäre im Prinzip ganz einfach gewesen, wenn jeder von uns am Anfang mit ein paar Tanks reingefahren wären und die ganzen Techniker und Zeug dem klein gehalten hätte, hätte er 0 Chancen gehabt. Haben wir das gemacht? Was, du spielst Seraphim zu selten? Das ist mein Plan war es ja, auf Tech 3 zu gehen, dann so viele Ressourcen anzusammeln wie möglich, um dann die Jona aus Jutrosas einfach so rauszuhauen wie beim letzten Spiel von uns. Mhm. Das funktioniert immer sehr gut bei so einer Direktkampfkarte wie diese hier. Ein sehr guter Plan. Gefällt mir. Den sollten wir jedes Mal machen. Wenn wir die Ressourcen auf einen Spieler verteilt hätten, so wie Meeres hier sein Assault-Bot fast fertig hat. Sein Assault-Bot? Ja. Der ist ungefähr überhaupt nicht fertig. Und was hat er gegen das, was ankommt? Nix. Da bringt die Masse in dem Assault-Bot gar nichts. Null. Nein, aber der Assault wird von den ganzen T3ern sowieso abgeschossen wird. Richtig, ja. Selbst wenn du alle Masse in den Assault-Bot reingesteckt hättest, dann hätten wir noch schneller verloren, wenn wir gar nichts mehr zu verteidigen hätten. Auf so einer Map extrem schnell auf ein Dings, auf ein Experimental zu gehen, funktioniert nur dann, wenn 3 Leute komplett die Karte halten können und einer nur auf Experimental geht. Und dann musst du aber bessere Spieler haben, wie das, was wir sind. Das funktioniert sonst nicht. Aber steht jetzt die scheiß ACU. Unten im Wasser natürlich. Ja, doll. Bau erstmal Schiffe. Torpedobomber, sag ich nur. Du hast doch Torpedos in deinem T3, ja? Ja, meine ich ja trotzdem. Die machen keinen Schaden. Submarines. Coole Taktik. Unter Wasser verschanzen und dann T4 spawnen. Ich spring hier mit ACU. Mit deiner mega abgegradeten ACU wirst du ihn jetzt ja vollkommen. Mach doch One-on-One von den ACUs. Kommt. Stimmt! Die T3 Siege Tanks haben ja auch Torpedos. Tatsächlich.
Jetzt geil. Nur mit den Seedspots, mit den T3 reingehen und schon hat er Arschkacke, sag ich mal. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Match. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen spielerischen Leistung. Ich spiele nie wieder das Spiel, aha. Meinst du den Supreme Commander generell, oder wie? Okay. Das kann ich sogar zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Ganz ernsthaft. Loser war besser als ich, ja. Das muss man irgendwie passen. Nee, Loser hat mit seinen kompletten Ressourcen, also gehabt, hat ungefähr überhaupt nichts gemacht. Das stimmt, aber rein von den Punkten her war er besser. Ja, scheiß auf die Punkte. Mit Punkten gewinnst du keinen Krieg. Du gewinnst Krieg mit Einheiten. Meeres ist besser als so als Vorsicht, weil er hatte mehr Einheiten gehabt. Ich will nicht sagen, der Loser hatte Einheiten. 20 Stück, die hat er mir gegeben. Ja, toll. Mit den Ressourcen, wo der hatte, ich gehe davon aus, dass der bestimmt mit seinen Ressourcen immer oben am Anschlag war. Der hat Ressourcen verschenkt. Der hat nicht zu viel gebaut. Ich hatte null Ressourcen. Ja, genau. Weil ich euch alles in den Arsch geschoben habe, so wie ich es immer mit Morlin gemacht habe. Die T3-Tanks von denen gefallen mir. Ja, die sind okay. Die Torpedos sind relativ schwach, aber in der Überzahl sollte es eigentlich klappen. Ja, aber immerhin machen sie Schaden, wa? Versucht er die jetzt zu reclaimen oder zu übernehmen? Nee, auf die Idee ist schon noch nicht gekommen. Ist ja geil, da gibt's irgendwie so ein Wasserding. Ist das jetzt wegen den Torpedos, die explodieren, oder weil er reclaimed? Wegen Torpedos, oder? Ja, wegen Torpedos. Torpedos. Man könnte ja auch mal machen eine reine Wassermap und dann nur Schiffkampf. Hatten wir schon. Aber das Problem ist bloß, für einen gescheiten Schiffkampf brauchst du eine relativ große Map und dann zieht sich's ewig. Das ist wahr. Aber könnten wir auch gerne mal wieder machen. Oder wir machen den Tech 1 Wars. Oh je, das nimmt kein Ende. Hatten wir schon mal. Ja, Molly macht genau das Richtige. Perfekt. Genauso hätte ich es auch gemacht, Molly. Alles andere geht zu lange. Dauert mir jetzt zu lange, yeah, muss ich gerade sagen. Aber am geilsten finde ich doch immer da diese Stelle hier, Vorsicht. Ich sehe keinen Ping. Nee, guck mal ganz oben auf diese eine Fabrik von Selusa noch. Ah doch, ich sehe Ping. Panzer feuern seit Anfang an da drauf. Aber die brauchen auch noch ein bisschen, wa? Aber die haben ja keinen Stress, gell, also... Ja, ja. Oh, jetzt baut er was. Oh, wenn er das fertig kriegt, dann wird's dir nicht gefallen, aber der hat ja keine Ressourcen mehr, also alles easy. T1-Panzer. Witzig. Aber jetzt müssen wir hier wieder zurück zum Geschehen. Ja, das wird auch eine Weile dauern wegen ACU-Upgrade. Super, der hat die Torpedos auf Land geschmissen. Du musst von der anderen Seite drauf gehen. Ja, ja, die machen aber immer diese scheiß Kurve. Kurve machen die. Kurve. Kurve. Oh, da hat nur jemand hier geschrieben. Ja, ja, ja. Was? Oh, der Tim, der wollte auch mal wieder mitspielen. Hey, Tim, schön, dass du auch mal wieder dabei gewesen wärst. Ja. Wäre schön, wenn du wirklich mal wieder dabei wärst. Fahrradkette. Ja, genau. Nur T4 Wars, das macht ja gar keinen Spaß. Doch. Und wir machen T2 Wars. Marlin, bau U-Boote. Geht deutlich schneller. Das Problem ist nur, dass kein Techniker da gerade in der Nähe steht. Ich habe keinen Bock, da jetzt einen Techniker noch hinzuschicken. Der Meris will Phantom, okay. Eine Runde Phantom. Ja, Phantom. Phantom hätte ich auch Lust. Das macht immer total viel Phantom? Spaß, wenn der Marlin dabei ist. Am meisten Spaß macht es, dass ich hier diesen ACU nicht down bekomme, weil er einfach. Jetzt läuft er raus, jetzt rasch nachher gleich weg. Marlin ist ja, aber der Phantom spielt. Nö, er läuft wieder rein gleich. Kann ich denn eine kurze Info kriegen, was Phantom genau ist? Das erzählen wir dir nachher gleich. Ich will nur ganz kurz was sagen an alle Anfänger, ja. Das Wichtigste oder der größte Fehler, wo Anfänger immer machen,
ist, dass sie am Anfang nicht angreifen und meinen, sie können sich irgendwie hochtacken oder einbuddeln oder sonst irgendwas. Das funktioniert einfach nur gegen AIs. Sobald ihr einen echten Spieler gegen euch habt, müsst ihr so früh wie möglich anfangen, den daran zu behindern, dass er seine Ressourcen ausbauen kann. Weil dann ist er dazu gezwungen, seine Ressourcen in Einheiten zu stecken, um sich zu verteidigen. Wenn ihr das nicht macht, so wie wir es jetzt gemacht haben, beziehungsweise Morlin hat ja so viele Einheiten schon gehabt, dass er uns einfach damit eindämmen konnte. Wir hatten gar keine Chance mehr. Wir hatten überhaupt keine Chance mehr, uns auszudehnen. Und das ist wirklich der Kernpunkt, was einfach die Anfänger, die absoluten Anfänger von den etwas fortgeschrittenen Spielern unterscheidet. Das müsst ihr immer machen. Packt eure ersten Einheiten, wenn es bloß 4-5 Tanks sind, oder weniger reicht auch schon. Fahrt vor, haut die ersten Techniker weg, macht die Masse-Extraktoren weg. Das bremst den Gegner schon. Wenn ihr das nicht macht, ja, und der nur ein bisschen mehr Erfahrung hat wie ihr, dann taggt der schneller und der wird euch wegmachen, weil ihr keine Chance mehr habt, den Mann zu kriegen. Habt ihr auch schon gesehen bei den Anfangsbombern, weil vor sich hat er einfach mal, wie viele Ressourcen, sei mal ehrlich, wie viele Ressourcen hattest du noch, als die deine ganze Energie da weggebombt hatte? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Energie noch fast auf null gewesen, also mit plus minus. Ich weiß, woran es lag, weil ihr ja im Team spielt und ihr euch gegenseitig euch die Ressourcen teilt. Ich weiß nicht, ich hatte ja meinen HC noch und ich hatte da noch nicht so einen großen Ressourcenverbrauch, also... Aber die Masse war trotzdem weg. Ja, und es hat mich Aufmerksamkeit gekostet. Ich konnte nicht vorgehen und ihm mehr Extraktoren wegballern. Er hat mich gebunden, ja. In der Zeit zum Beispiel wäre es perfekt gewesen, für die anderen oben rumzurennen, weil der Morley mit seiner Aufmerksamkeit bei mir war. Normalerweise, wenn man 4 gegen 1 spielt, dürfte der absolut keine Chance haben, wenn man einigermaßen offensiv spielt. Eigentlich. Ja, wir hatten auch schon mal ein Match zum Beispiel gegen Colonel Shepard. Der hat uns auch vollkommen weggemacht, 4 gegen 1, weil wir einfach nicht angegriffen haben. War das nur 3 gegen 1? Ja. Den war es 3 gegen 1, wir haben trotzdem verkackt. So, aber ihr müsst immer dran denken, ja, jeder Mensch hat die Aufmerksamkeit immer nur an einem Punkt. Und 4 gegen 1 sind 4 Aufmerksamkeitspunkte gegen einen Aufmerksamkeitspunkt. Hat deine Aufnahme jetzt schon beendet eigentlich? Nein, das läuft noch. Das will ich nämlich noch meinen Zuschauern und alle, die da mal mitspielen wollen, mal rausgeben. Nehmt euch das zu Herzen, ja. Ich fand es trotzdem recht witzig. Ja, was heißt trotzdem? Auch wenn ich verliere, kann ich Spaß dran haben. Ja, man vergisst das immer wieder. Ich fand es echt trotzdem witzig. Das habe ich schon wieder trotzdem. Ich fand es witzig. Sagst du es schon wieder? Jetzt fand es trotzdem witzig. Ich finde es witzig. Ich fand es immer noch witzig. Es hat Spaß gemacht, das muss ich auch immer dazu sagen. Danke an euch, dass ihr mitgespielt habt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Daumen hoch und Abo und so nicht vergessen und schaut mal unten in die Videobeschreibung rein und in die Infokarte auf der Seite. Da gibt es Infos, wie ihr mich unterstützen könnt. Mit Geld oder ohne Geld. Das könnt ihr euch aussuchen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt vorsichtig. Servus. Hallo.